Der Täter und Mörder werde ich zitieren. Der Zug hielt auf Rheinfeld, berichtete der damalige Augenzeuge Oskar Rosenfeld. Die Coupé-Tour, damals waren es noch keine Viehwagen, sondern ausrangierte Wagen der Deutschen Reichsbahn. Die Coupé-Türen wurden aufgerissen, müde, zerquält, in den Händen Koffern, auf dem Rücken Rucksäcke, unter den Armen Bündel. So krochen die mehr als 1000 Menschen die Trittbretter hinab. Tiefer Kot, Schlamm, Wasser, wohin sie tragen. Es war Herbst, polnisch-russischer Herbst. Feldgraue Geschabo trieb an, vorwärts, lauf, lauf, schrien blonde, gut genährte Jungen. Unvergesslich der eine mit rötlich aussehendem Bart und rötlichen Augenbrauen, stechendem Blick, schnarrender Stimme. Er schrie die Neuansiedler an, lauf, du Judensau, stieß gegen Frauen, die nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten. Wo war man gelandet? Wem gehörte man an? Wo war die hilfreiche Hand, die sich entgegenstreckte? Wer übernahm die über 1000, die in die Öde von Lodz hineingeschleudert worden waren? Nichts, nichts. Man kam nicht zur Besinnung. Das Hirn war leer. Man vergaß sogar, dass man einen Tag und eine Nacht fast nichts gegessen hatte. Der Zug formierte sich. Durch Kot und Schlamm ging es irgendwo hin. Neugierig stand man an den Rändern einer Straße, einer verwahrlosten, häuserarmen Gegend, von der man nicht sagen konnte, ob sie Stadt oder Dorf sei. Menschen, zerlumpt, zerwetzt, mit wachsbleichen Gesichtern, trotteten daneben. Man begegnete Karren, kleinen Wagen, die von jungen und alten Leuten, nicht etwa von Tieren, geschleppt wurden. Müde, mit gekrümmten Rücken, zahllose Kreaturen. Daneben Gesichter, die alles Leid schon überwunden hatten, auf denen geschrieben stand, wir halten durch, wir überleben euch, ihr könnt uns nicht zerstören. Geschrei neben Stille, darüber ein nebelgrauer Himmel, durch den bisweilen rabenartige Vögel fliegen. Sie waren angekommen. Die Neuansiedler aus Berlin, angekommen in Lodz im Ghetto Litzmannstadt. Wie lange, so fragte Oskar Singer, ein Tagebuchschreiber aus dem Ghetto, wie lange brauchen Europäer, um unter solchen Umständen ihre kulturelle Tönche zu verlieren? Kann man diese Kultur mit drakonischen Strafen wie Entzug der Suppe, Entzug der Pritsche vernichten? Wie lange, so fragt Oskar Singer, wie ist es möglich, dass Menschen nicht von Läusen gefressen werden, wenn es keine Möglichkeit gibt, Bettzeug, Leibwäsche und Kleider zu reinigen, zu wechseln und zu lüften? Was heißt Kultur? Hat einer der Verantwortlichen auch nur eine Nacht in dieser Hölle zugebracht? Wir sprechen hier von den glücklichen Gruppen, denen man Brötchen zugewiesen hatte. Die Feder sträubt sich, das Grauen zu schildern, das dort herrschte, wo die Menschen Monate hindurch auf dem nackten Fußboden schliefen,
hausten, hungerten und das im Herzen Europas.